Was knapp, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Friends, wir geben uns heute die beiden neuen Tracks, ich weiß nicht, ob ich eine 4 zeige, aber die beiden neuen Tracks von 18 Karat, Untouchable und All Eyes on Me. Ich muss dazu sagen, ich habe beide Tracks schon einmal ganz kurz anlaufend gehört, wegen einem anderen Projekt, was gerade im Hintergrund läuft, worüber ich euch nicht so viel erzählen darf, aber dafür quasi musste ich da schon einmal reinhören. Aber ich habe noch nicht wirklich alles gehört und ist jetzt ja auch schon 5 Tage her oder so. Ja, ich weiß, dass beide, glaube ich, einen Sample in der Hook hatten, wobei ich Untouchable auf jeden Fall noch besser in Erinnerung hatte. Aber gerade auf Text und alles konnte ich noch nicht so viel Bezug nehmen. Das heißt, ich bin sehr, sehr gespannt. Außerdem haben wir ja noch ein Musikvideo jetzt. Ich gebe euch auf jeden Fall Uncut, das Album, in die Beschreibung. Dort könnt ihr euch die Box gönnen. Und dann würde ich sagen, hören wir rein bei Untouchable und All Eyes on Me. Das Ganze ist produziert von This Is Why Tube und bei Fate. Ich bin gespannt. Let's go. Geiler Trailer hier fürs Album. Sah sehr hochwertig aus. Krass, ey, auch videotechnisch. Also das, was ich von 80 Grad kenne, ist immer sehr düster, sehr dunkel gewesen. Das ist gerade sehr farbenfroh und sehr hell. Angenehm mal, sowas zu sehen. Genau, Mann, das ist das, was ich im Kopf hatte. Oh mein Gott, der Beat kommt aber jetzt ganz anders rüber, als ich ihn das erste Mal gehört hatte. Massiv. Krass, auch mit den Musikvideos kommt gut rüber, Mann. Es kommt gut rüber. Für Krippos bleib ich untouchable. Was kann ich dafür, dass deine Schwester anschaffen will? Bei Untouchable denke ich immer an Dampfplattengrill. Von Kolle, glaube ich. Ich bleib untouchable wie ein Dampfplattengrill. Geil. Für Krippos bleib ich untouchable. Was kann ich dafür, dass deine Schwester anschaffen will? Ghetto lebt, warum guck? Ich finde, seine Stimme ist auch wieder ganz, ganz clean. Also ich habe 18 Grad nie unfassbar doll verfolgt, aber gerade hier klingt die Stimme viel cleaner als in den letzten paar Tracks irgendwie. Also aus dem, sagen wir, aus dem letzten Jahr oder so. Und ich push KGS, Polizei macht Fotos in mein Viertel, so wie Buscapé. Nicht zu fassen, so wie Licht und Schatten. Dick gepasst, Steine, Pillen, Kapseln, Kisten, Platten. Dieser Beat ist anders, Mann. Holy shit, er kommt so gut darauf. Er kommt so gut auf diesen Beat. Ich weiß, beim allerersten Mal, als ich den halt so halb oder so gehört hatte, hatte ich auch den Anfang und da war ich auch geflasht, aber jetzt gerade noch mal in guter Qualität alles mit Video, Bam, mit Sounds, kommt so unfassbar gut rüber. Braunes, weißes, grünes, gelbes, rot, dann ist deshalb immer Paranoia, wenn du mich beobachtest. Ich bin Pusher und flipp wieder vor. Ich seine nur Verbrecher bei Supremus Sinaloa. Vakuumierte Säcke. Krass, Mann. Direkt like, Mann. Holy shit. 100 K für meine Kette, diese Rapper suchen Bella und ich fahre in ihre Städte. Ich bin Cop-Killer. Von zwei Zimmerwohnungen ist Snob-Villa. Bretter mit 300 über Stoppschilder. Früher war ich schlimm, Mama, heute bin ich noch schlimmer. Die Zeile finde ich so gut, Mann. Holy shit. Früher war ich schlimm, heute bin ich noch schlimmer. Es ist simpel, aber es ist irgendwie geil, Mann. Holy shit. Es geht nach vorne, es geht in die Fresse. Es ist aggressiv. Textlich, jetzt haben wir hier keine Highlights. Müssen wir auch gar nicht erwarten, weil es einfach so in die Fresse ist. Und er kommt unfassbar gut auf diesen Beat. Jetzt haben wir All Eyes on Me. Geil. Ich finde die Idee auch gut, die so als Kombi-Track hier zu posten, weil beide halt eben so ähnliche Aufmachung haben, beide haben so ein Sample drin, beide sind so Scratches mit dabei. Alle werfen Blick auf die Uhren, Blick auf die Diamanten, Schritte in mein Fluff und Kopf gejagt bis in die Niederlande, Parabellum 04, 8 Patronen im Magazin, Blick und sag mir nie, ist für euch Pussy-Rapper viel zu viel. Ey, aber kommt's nur mir so vor oder haben wir hier gefühlt ein Upgrade bekommen in allen Punkten bei 18 Karat? Ich hatte eine Zeit lang ihn ein bisschen mehr verfolgt, dann halt jetzt die letzten paar Monate gar nicht gefühlt. Ich weiß nicht, was in dieser Zeit passiert ist, aber davor, als ich ihn verfolgt hatte, jeder Track war so ein bisschen gleich aufgebaut, hat sich ähnlich angehört, war so ein bisschen, keine Ahnung, da hat was Gewisses gefehlt. Und jetzt haben wir sowas hier, was so bam, einfach, keine Ahnung, in die Fresse geht und funktioniert. Aber jeder will ein dickes Game mit knapp 300 km nach Amsterdam nicht zu verlieren. Ich spotlight die kriminelle Ermittler, ich lenke mein Schicksal und ich gehe hinter. Oh mein Gott, auch die Beats sind einfach insane gut. Ratten hast du mehr als andere, breit wie die Jungs, die schon gefangen sind. Ich bin in meinem Film und alle gucken zu, die Augen sind auf mich. Nur damit du nicht vergisst. Sie verfolgen jeden Schritt, jeder Tempo, jeder Rapper, jede Bitch. Okay, das ist nice, Mann. Das ist nice, das wusste ich, dass er in der Hook jetzt hier
auch noch quasi Lines drin hat und nicht nur ein Sample drin ist. Sie verfolgen jeden Schritt, jeder Clipper, jeder Rapper, jede Bitch. Egal ob Schatten oder Licht, niemand hat geschafft, dass er mich bricht. Geil. Gucken sie auf mich, auch ohne Maske zeig ich niemandem Gesicht. Und es bleibt so wie es ist, die Bildzeitung berichtet über mich. Oh, jetzt nochmal dieses All Eyes on Me wäre geil gewesen. Aber ist vielleicht in der ganzen Version. Wir haben jetzt obviously nur die halbe Version der beiden Songs gehabt. Aber geil. Holy shit. Bro. So gut. So gut einfach. Vom Feeling her einfach ein Upgrade in allen Punkten irgendwie. Beat, seine Stimme, die Cleanness der Stimme, Hooks. Ich finde das extrem nice, dass wir da zwei Samples drin haben, die so einen nice Vibe irgendwie bringen. Ich weiß nicht. Für mich, Freunde, wir kommen zu einem großen Mini-Fazit. Ein Upgrade in allen Punkten, muss ich sagen. Gerne mehr. Wir hören uns auf jeden Fall gerne mehr von 80 Grad jetzt an. Bestellt das Album, verlinkt dazu in der Beschreibung. Lasst mir eure Meinung da, welchen Track ihr besser fandet. Ich finde Untouchable slightly besser, muss ich immer noch irgendwie sagen. Untouchable slightly besser. Aber ich muss ihm in der ganzen Version nochmal geben, auf Spotify oder so. Aber ich bin auf jeden Fall geflasht, immer noch, von dem Upgrade irgendwie. Qualitätsupgrade. Wie gesagt, ich habe die allerletzten Tracks nicht alle hundertprozentig verfolgt. Vielleicht waren da ähnliche Kaliber dabei. Aber das war für mich einfach gerade so ein Upgrade einfach, was ich gut finde. Freunde, lasst mal eure Meinung da. Ansonsten würde ich sagen, ja, sehen wir uns mal in einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer natürlich. Und